So, und damit willkommen zurück bei Legend of Grimrock 2 Falaga. Wir hatten das letzte Mal hier unten im Loch zwei der Ranken, oder die beiden Ranken, vernichtet. Und jetzt wollen wir mal schauen, was sich alles getan hat. Dazu würde ich sagen, leveln wir erstmal unsere Charaktere auf. Ihn bringen wir damit auf das Maximum. Das heißt, er kann auf jeden Fall zwei, könnte er leichte Waffen tragen. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Aber wegen dem Schaden an sich würde ich sagen, ist das auf jeden Fall schon mal lohnenswert. Bei ihm haben wir Missile Weapons. Dazu kriegt er dann noch... Kollegen. Was macht... Was macht ihn wirklich besser? Also wir haben... Magietechnisch haben wir Earth, Water and Fire. Und hier haben wir nichts. Okay, weil der ist ein reiner Nahkämpfer, so eine Art Bollwerk vorne. Wir könnten einfach mal spaßhalber ihm... Ach, warum nicht? Gehen wir einfach mal auf Critical. Critical. Oder wir geben erstmal mehr Concentration, damit er einfach öfter. Damit er öfter seine Spezialfähigkeiten einsetzen kann, weil dann bekommt er 25 Energie für jeden Punkt dazu. Das, denke ich mal, lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt sind wir bei 144. Gut. Also, weiter im Text. Wir waren hier... Genau, wir waren in der Steinwüste hier unten. Im Westen haben wir alles gemacht. Wir könnten noch spaßhalber erstmal in den Norden zurückgehen. Ich denke mal, das machen wir als erstes und gucken uns da ein bisschen weiter um und schauen, wie weit wir kommen. Ja, das wird wohl am sinnigsten sein. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Ausgerümpelt müssten wir auch haben. Das heißt, obwohl, wir haben viel Schrott wieder mal dabei. Was ist der schnellste Weg? Der schnellste Weg ist der Teleporter, den wir hier geöffnet haben. Und, richtig, hier geht's lang. Wir waren ja bereits in der einen Höhle. Hier im Norden gibt's auch noch einen zweiten Zugang. Der ist allerdings dann nicht mehr beschränkt ab einem gewissen Punkt, sondern da geht's dann wirklich bis zum, ja, bis zum Ende. Und wir sind hasten. Sehr gut. So, damit dürfen die Hündchen hier eigentlich auch gar keine Probleme mehr sein. Ah, laden wir trotzdem mal Spaß aber auf. Oh, 146. Und der erste ist schon weg. So lobe ich mir das doch. Ach schön, die Sonne kommt auch raus. Ah, gut. Hier haben wir wieder Futter. Ist noch irgendjemand hungrig? Wunderbar. Rohes Fleisch gegessen und direkt eine Krankheit eingesackt. Ist aber zum Glück nur das Normale, das heißt, er regeneriert jetzt einfach keine Lebensenergie. Ich würde sagen, das setzen wir jetzt erstmal einfach aus und warten ab. Ja. Stay out. Nein. Und dann haben wir wieder einen Pilz. Vielleicht für ihn mal Spaß haben. Genau, geben wir ihm das in die Hand. So, dann wollen wir mal da unten hinein. Aha. Ein Pärchen. Oh, hier können wir auch aufnehmen, sehe ich gerade. Das machen wir auch gleich. Aber zuerst kümmern wir uns mal um die Rattenplage hier. Wenn wir auf die Karte schauen, sehen wir, aha, das, hier sind wir schon gewesen. Da oben war der eine Zugang. Hier waren die Gerüfte da unten. Ah, da den Zugang. Ah, da ist aber, führt uns nichts. Gut. Den Kerl sind wir mit, der wird wohl nicht schlecht sein. Aber da sehen wir schon, da hinten ist ein kleines Höhlensystemchen oder so ein kleines Minensystem. Sieht man da irgendwas? So ein Sandhügel ist da zu erkennen. Und hier haben wir nichts. Okay. Wir machen erst den Level ab, bevor wir uns um die beiden. Oder nein, wir warten erstmal ab und kümmern uns um die hier. So, was wieder mit dem Shield Bash. Und es hat funktioniert. Dann sind die schon mal verlangsamt. Gut. Wir quieken weitere Ratten. Egal, die lassen wir jetzt links liegen. Ja, und hier sehen wir jetzt einen. Auch wieder einen Schalter, genau. Das heißt, wenn wir da drauf bleiben,
müssen wir auch wieder öfters klicken. Wenn wir runtergehen von dem Schalter, dann würden wir die Tür wieder schließen. Wir müssen, wie gesagt, eine gewisse Anzahl an Klicks müssen wir tätigen, damit das auch funktioniert. Ich sage, wir bleiben einfach mal stehen und... Sehr schön. Hier haben wir wieder was zu essen. Eine Wooden Box und ein Loch. Ist wohl nicht mehr zum Vergraben gekommen. Was haben wir hier? Holy Water Flask. Nehmen wir einfach mal mit für die Untoten, falls wir wieder welche treffen. Ja genau, das kriegt ihr jetzt einfach mal hier. Die anderen haben nichts dergleichen. Oh, den stimmt, für ihn wollten wir ja auf... Earth Magic war das, ne? Jetzt schauen wir nochmal, was braucht die ganz genau. Poison Arrow, Lightning Arrow, das ist wieder was für unseren Bogenschützen, aber den schweren, die schwere Box bleibt jetzt einfach hier. Nein, wir brauchen nicht den Sack, wir brauchen den Köcher. Jetzt haben wir auch habe ich noch Lightning? Ah, genau. Hier haben wir Lightning, das heißt, wir haben also Giftpfeile, Blitz oder Schockpfeile haben wir auch. Frostpfeile haben wir. Hier sind die normalen Geschichten. Ja, das Problem ist, wir haben halt einen Crossbow, den kann man damit nicht laden. Da brauchen wir den Bow of the Elements. Aber mal schauen, vielleicht finden wir ein paar Bolzen. Dann können wir die wieder auch endlich mal verwenden. So, jetzt schauen wir mal. Ach Gott. Funktioniert das? Ja, das funktioniert. Ist gut, dass der Nahkämpfer ist. Spezialattacke können wir noch nicht einsetzen. Wir sind noch nicht. Wir haben den Skill noch nicht verteilt, wie wir es jetzt gleich tun werden. Und zwar jetzt, wo wir die Ruhe haben. Ja, die Pfeife kriegt er auch mal in die Hand. So, jetzt aber. Wir hatten einen Level Up, genau. Und wir brauchen noch Earth Magic 1, Light Weapons 3 leichte Waffen haben wir. Also würde ich sagen, gehen wir hier auf Earth Magic. So, damit haben wir jetzt die Fähigkeit freigeschaltet. Bite kennt man auch aus dem Hauptspiel. Requires Light Weapon 3. Ja. Injects Poison into a victim's bloodstream. Okay, a hammer with a blunt head on the one end and a venomous spike on its other. Ja, also. Das zieht aber auch schon gut Energie. Im Grunde genommen braucht. Ja, der braucht langsam mal ein bisschen Konzentration oder sowas, weil die Angriffe, die Spezialangriffe doch schon reinhauen. Ach Gott, und Ratten haben wir auch noch. Ach. Also die Kleinen meine ich. Aha, der Lize, aber hat ihm nichts genützt. Wie gesagt, hier müssen wir aufpassen, dass sie uns nicht erwischen, weil Krankheiten sind... wie Fieber zum Beispiel, obwohl wir haben jetzt... Ach ja, wir haben einen Sack, aber wie ich es schon befürchtet hatte, muss sich das Ganze auch noch ändern. Das heißt, nur derjenige... Also im Moment kann quasi nur die Huldra sich selber heilen, denn für andere ist... ja, es gilt nicht für alle. Es sollte eigentlich für die Party gelten, was ich jetzt geändert hatte oder habe, aber die momentane Situation ist im Spiel oder hier in dem Testlauf ist es noch nicht verfügbar. Ich muss echt mal öfter schießen, zwar habe ich keine bessere... Da fällt mir was ein. Ja, ich würde sagen, wir lassen das hier erstmal noch sein und wir begeben uns mal dorthin, wo sich jetzt ein Weg geöffnet hat. Und zwar, als wir die Ranken vernichtet haben, ist auf der Westseite da hinten, was wir jetzt gar nicht gesehen haben, weil wir übers Wasser gegangen sind, da hat sich jetzt der Weg geöffnet. Und Osten Rugged Dunes, da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal hin. Zu gelüfteten Dünen und werden dort mal nach dem Rechten schauen, denn ich glaube, da haben wir noch was zu holen. Oh, das geht ja gut los. So, hier haben wir Kundschaft direkt. Da hat er noch erwischt. Kennt man auch, die Sarkton Krieger oder wie auch immer. Springen nach hinten, wir springen mit. So, was haben wir hier? Horned Fruit, das ist ja wieder was für Insekten, aber wir haben leider keine Insekten. Aber auch hier wieder aufpassen, könnte wieder einen negativen Effekt haben. Okay, ein Altar haben wir hier, Statue. Okay.
A gift for a gift from those who are lost. Okay. Also offensichtlich sind die hier, ja, wollen die ein Geschenk haben und sind verloren. Was hilft also beim Verlorensein? Richtig, ein Kompass. Welchen Kompass geben wir? Ich weiß es nicht. Deswegen würde ich einfach sagen, wir speichern mal ab. Denn, na, sehen wir gleich. Ah, da können wir mal wieder hier dazu packen. Genau. So. Den Verfluchten. Aha. Be blessed for guiding our way. Also die bedanken sich dafür, dass wir ihnen den Weg gewiesen haben. Arquebus haben wir damit. Was ist das? This large rifle packs enough punch to blast a hole through the hull of a rattling caravel. Das heißt, wir können die Pistole endlich ad acta legen, denn wir haben nun die, ja, dieses Gewehr gefunden. Was haben wir noch? Adventurer's Guide, Volume 1. Carrying load plus 10 kilograms. A thin book with pages full of advice for adventurers. This volume deals with proper packing techniques. Okay, das heißt also mit, oh, die kann ich auch noch verwenden. Wir haben hier also eine, nennt man das denn? Ein Reiseführer sozusagen. Und hier haben wir die Möglichkeit, die Traglast zu erhöhen. Ja, der ist auf jeden Fall schon gut dabei als mit seiner Stärke. Wieso ist denn der so abartig stark? Wundere ich mich gerade. Hat er so viele gute Pilze gegessen? Oder liegt das am Brawler? Again. Strength plus 1 and evasion every second level when using fist webs. Ah, genau, natürlich. Der ist ja jetzt schon Level 7, das heißt, dann kriegt er auf jeden Fall einen ordentlichen Bonus und der hat er, glaube ich, mit. Geht das auch aus fest? Jetzt muss ich mal gucken. Ah, okay, das Schild als. Ja, klar, als Nahkampfangriff zählt auch das. Aha, das heißt, entweder mit dem Schild oder mit der Claw haben wir jetzt die Möglichkeit. Ja, wir bekommen dadurch 7 Stärke dazu. Also eins pro Level und die Hälfte davon in Evasion, ja. Okay, sehr, sehr schön. Jetzt müssen wir überlegen. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit. Es guckt keiner, also würde ich sagen, gehen wir einfach mal hin und klauen uns und hands off, you filthy thief. Das war offenbar nicht die richtige Entscheidung. Denn, ja, wir sehen nichts, aber wir landen direkt hier in diesem kleinen Grüftchen. Da sind überall Mumien. Oh, Ice Sword, okay. This short sword feels cold to the touch. Auch hier wieder Channel. Wir brauchen also Concentration 2 und Air Magic 2. Also Konzentration 2 und Luftmagie 2. Das ist, ich bin nicht sicher, aber ich meine, das ist eine Fencing-Waffe. Das können wir ja mal spaßhalber testen. Ja, Accuracy geht hoch um 4 Punkte. Criticals gehen auch. Ah, nee, das ist ja für die andere Waffe, genau. Das heißt also, hier haben wir es mit einer Accuracy, okay. Also hier haben wir eine, ein Eisschwert. Ich meine, das ist für. Ja, noch können wir es natürlich nicht benutzen. Wir können. Oh Gott, uns fehlen ja beide Punkte. Weder er noch Concentration. Hat es irgendjemand? Nein. Nein, nein. Sehr gut. Ja, dann können wir momentan damit nichts anfangen, aber wir können sie mal in die Oberfläche bringen. Hier haben wir den Apprentice Staff. Ja, ist auch wieder mit Willpower, das heißt, es ist für Mönche zum Beispiel gedacht oder für Zauberer aus der zweiten Reihe, dass die auch im Nahkampf mitmischen können. A long staff that is useful both on longer journeys and in combat alike. It is usually. Oh, Schreibfehler, wo fehlt? Seen on monks and pilgrims. Okay. Und das gibt einem. Reach Weapon ist es, ja, Concentration 1 braucht das. Das kann Wind Fist zaubern. Ja, ihr könntet das zum Beispiel. Ne, kann er nicht. Warum? Weil es ein Zweihänder ist. Das muss ich mal ausprobieren jetzt. Müsste eigentlich funktionieren. Ah ja, es funktioniert gut. Ja, das ist also ein Zauber, der den Gegner stunt. Oder eine hohe Wahrscheinlichkeit zum Stunnen hat, dafür aber wenig, sehr wenig Schaden macht. Und jetzt würde ich gerne den Ausgang finden. Ach, da. Also hier haben wir alles geholt. Auch hier ist alles entfernt.
Und hier haben wir eine Beinwunde, das müsste richtig Blood Drop Cap sein, perfekt. Dann regeneriert er auch nicht schlecht. Würde ich sagen, dann lege ich das einfach mal hier ab, weil momentan kann das keiner benutzen. Das hat halt, glaube ich, Cold Damage. Ja, Kälteschaden macht das Ganze. Ist also gar nicht mal so schlecht. Der Schaden ist auch relativ, ja, der ist überschaubar. Allerdings hat man dann die Möglichkeit mit Special Attack Channel, womit man dann einen harten Schlag ausführt, also einen, wo die ja, Ausdauer oder magische Energie oder was auch immer eben ja, kanalisiert wird, und dann macht man einen wesentlich höheren Schaden. Okay, hier ist was Abgesperrtes. Na. Und ein Hebel. Was haben wir hier? Offensichtlich Strand oder ein Wasser. Hier kommen wir nicht durch. Das Boot, würde ich sagen, lassen wir es erstmal links liegen. Das brauchen wir jetzt momentan nicht. Gut. Ah, da können wir gleich mal den Archipus ausprobieren. Jo. Der haut schon ordentlich rein. Und uns beißt was in den. Nein, das war nur die Animation, genau. Ja, die Genauigkeit lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ja, von allem. Es kann auch sein, dass ich denen einfach mehr Evasion gegeben habe, dass die also besser ausweichen können, wenn man sie schwerer trifft. Also die haben natürlich als Gegner auch bestimmte Werte. Okay, das sieht aus wie ein Buckler oder ein Heavy Buckler. Ja, ich muss mir mal angewöhnen, die. Ah, und der springt nirgends mehr hin. Sehr gut. Und da haben wir den ersten Lightning Quarrel, genau. Das heißt, können wir einfach mal spaßhalber ausprobieren, wenn wir eh schon eine Sekunde Ruhe haben. Legen wir den mal geschwind ab. Wo die Waterflies. Kommt wieder zurück. Wir haben es hier mit einem Standard Buckler zu tun. Den brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Nicht in dieser Konstellation. Damit hätten wir das auch geöffnet. Ja, da hinten schon die Schiffchen, also hier ein kleines, so eine kleine Bucht. Kräutertasche hatte sie. Ah, da geht's. Ne, da geht's nicht weiter. Hier haben wir ein. Okay, Kundschaft. Und natürlich direkt daneben. Aber wir können auch direkt mal die. Okay, jetzt haben wir uns ins Eck boxiert und das hat schon ordentlich Schaden gemacht. Offensichtlich sind die auch gar nicht so erpicht auf. Sehr gut. Also, Lightning mögen die offensichtlich gar nicht. Oh. Ein Fisch, ein Sack voll Fisch. Das ist für ihn auf jeden Fall. Den Fish-Enthusiast. Da können wir aber, weil wir den verschossen haben. Ja, und das ist eben der Punkt, die Elementargeschichte. Also man hat die Möglichkeit, mit den Elementarbolzen und Pfeilen einfach mehr Schaden zu machen als mit normalen. Einfach weil der Effekt eben sehr kräftig ist. Man kann die Gegner anzünden, man kann sie lange Zeit einfrieren oder man kann sie halt vergiften und so weiter. Allerdings verschwinden die danach. Das heißt, es ist im ganzen Spiel Munition für die verteilt, auch meine ich reichlich. Natürlich nicht so, dass man wirklich jeden Gegner damit bekämpfen kann. Aber man muss auch nicht unbedingt großartig haushalten, weil man ja in bestimmten Abständen immer wieder mal welche davon bekommt. Ja, das heißt also, wenn man sie findet, kann man sie direkt einfach laden und dann hat man was für etwas kräftigere Gegner oder Gegnergruppen wie hier zum Beispiel. Der erste hat direkt einen ordentlichen Schlag abbekommen. Und ja. Okay. Nach rechts können wir spaßhalber einfach mal reinschauen, wo es da hingeht. Oh, da fällt mir auf, da sollte man vielleicht noch einen Wegweiser hinmachen, weil so weiß man nicht, wohin die Reise geht. Ja, da ist eine Rolle oder ein Zauberspruch oder was in der Richtung. Gut, hier lang. Okay, und hier sieht man schon. Hier ist wohl Viehzeug angesagt. Aber ob ich da wieder zurückkomme. Ich würde sagen, ich bleibe jetzt erstmal in dem Bereich. Aha, da hinten kommt was angeflogen.
Der ist schon mal vergiftet. Oh, das haut aber rein. Na komm. Und zerplatzt. Ah ja. Schauen wir hier nochmal kurz in die kleine Nische. Peasant Tunic, ja. Brauchen wir jetzt nicht. Ist da vielleicht was zu graben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Oh, das können wir auch mal gleich probieren mit dem. Mit dem Adventurer's Guide, genau. Ja, wer kann das tragen? Er hat sowieso reichlich. Auch er ist gut bestückt. Oder wenn vielleicht für Rüstungsteile wird er noch weitere bekommen. Ja, kriegt sie das einfach mal. Schauen wir, 51 und 61. Wunderbar, hat funktioniert. Und sie kann 10 Kilo mehr tragen. So, dass es auch trifft, laden wir das Ganze auf. So, weg vom Fenster. Jetzt mal schauen, also hier haben wir das Wasser. Da sieht man die Plattform oder die Platte, von der wir was weggenommen haben. Da ist was zu, da ist was zu. Da hinten hat man noch eine Kleinigkeit zu sehen. Gehen wir da einfach mal lang. Da kommen wir auch nicht rein.